Die CIVI 21, da sind wir jetzt angelangt. Ich darf die Siegerprojekte und die ausgezeichneten Projekte jetzt auch vorstellen. Vielmehr tun das die Preisträgerinnen und Preisträger ganz persönlich. Und es gibt dazu auch noch eine schöne Auszeichnung, die Sie bekommen werden. Also Ende Juli wurden die Preise vergeben. Da gab es schon eine erste Zusammenkunft quasi, wo die Siegerprojekte genannt wurden und kurz vorgestellt wurden. Und heute gibt es noch ein besonderes Dankeschön, eine besondere Motivation, eine, ich nenne es einmal, Motivationstrophäe, wenn ich das so nennen darf. Die Gestaltung der Trophäe ist vom Kunstraum Goethestraße übernommen worden und die Vertreterinnen sind auch hier. Herzlich willkommen und danke für diese tolle Auszeichnung, die Sie uns hier mitgebracht haben, denn es ist in einem typischen, innovativen und auch partizipativen Prozess entstanden. Die Frau Landesrätin wird es dann übergeben. Auf der Suche quasi nach einer Form des Zusammenhalts und der Zusammenarbeit und so haben sich die Künstlerinnen da mit dem Thema auseinandergesetzt und haben sich dann darauf verständigt, dass es auch einen Preis geben soll oder ein Kunstwerk, der, wenn man vielleicht einmal tief hat in diesem kreativen Prozess, in dem Miteinander, auch im Co-Creating, einen motivieren soll, dass man einfach wieder neuen Anlauf nimmt, dass man wieder Schwung bekommt und dass man vor allem dran bleibt. Und das symbolisiert diese Kunsttrophäe, die wir dann jetzt übergeben dürfen. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den einzelnen Projekten und da darf ich gleich mit dem Hauptpreis beginnen. Der Hauptpreis heißt Dorfgestalten auf dem bunten Sofa und dazu darf ich Frau Bürgermeisterin Katharina Zauner von der Marktgemeinde Bram zu mir bitten. So, noch einmal herzliche Gratulation, das zum einen, dann darf ich Sie, Frau Landesrat, gleich einmal bitten, dass Sie dieses Kunstwerk übergeben und nachher stellen wir dann das Projekt vor. Ich möchte es nur ganz gerne schnell herzeigen, weil das ist jetzt erstens kunstvoll verpackt, dieser Preis, aber es ist ein sehr, sehr schöner Preis, es ist eine Schrift, alle Preise sind unterschiedlich, also weil es Sinn macht, steht in diesem Fall auf dieser schönen Schrift und ich wollte es einfach einmal zeigen, damit Sie auch sehen, dass dies wirklich etwas ganz Besonderes geworden ist und darf jetzt mit Freude diesen Preis übergeben und ich mache es Ihnen einfach nicht zu, damit Sie es gleich sehen, wie schön das ist. Ich gratuliere noch einmal recht herzlich. Vielen Dank. Genau, die Maske vielleicht noch runtergeben, wenn wir ein Foto machen. Die Zeit nehmen, gönnen wir uns jetzt auch noch für dieses Foto. Und jetzt brauche ich dann noch ein Mikrofon, bitteschön. Genau, ich nehme es einfach so. Vielen Dank. Bevor wir jetzt Ihr Projekt vorstellen, darf ich auch noch die Elisabeth Rosenmeier zu uns auf die Bühne bitten. Sie ist Vorstandsmitglied des Vereins Exit Sozial und des Autonomen Frauenzentrums und ihre Schwerpunkte sind engagiertes Zusammenleben und offene Gesellschaft und die Jury hat es sich eben, wie gesagt, nicht leicht gemacht. Und ich darf Sie bitten um Ihre Gedanken, um die Gedanken der Jury und um das Jury-Statement zu diesem Hauptpreis, den wir dann gleich präsentieren werden. Gut. Ich werde nicht sehr viel zum Inhalt sagen, weil vielleicht sagen Sie ja auch noch kurz was dazu. Es geht jedenfalls bei dem Projekt Dorfgestalten am bunten Sofa, nennt sich ein kulturelles Veranstaltungsformat, das Räume nützt, öffentliche Räume nützt, um den Diskurs über zivilgesellschaftliches Engagement in ländlichen Gegenden ganz neuartig sichtbar und erlebbar zu machen. Das Wandern des Sofas symbolisiert die Erschließung neuer Räume und birgt das große Potenzial,
Diskussionen und Ideen dort entstehen zu lassen und Menschen dort zusammenzubringen, wo sie sonst nur schwer zueinander finden würden. Ich sage jetzt noch ganz persönlich, was mir so gut an dem Projekt gefällt. Mir gefällt besonders die kreative Mehrdeutigkeit des Projekts. Dorfgestalten am Spundensofa. Das sind einmal Gestalten, Menschen, die dazu animieren, miteinander zu reden. Leute, die Lust auf Gespräche machen. Und der Gerfried Stocker hat vorher dieses gesagt, red mal miteinander. Das ist ja immer wieder jetzt auch Thema gewesen, wie wichtig das Miteinanderreden ist. Die also Lust auf Gespräche machen, die Ideen wecken, die neue Sichtweisen anregen und Ideen wie bunte Bälle in die Luft werfen. Und da ist das Dorfgestalten, das gemeinsame Hinschauen und Erkennen, das Nachdenken und Planen, das von der Buntheit, der Vielfalt der Erfahrungen und Perspektiven, der Interessen und Bedürfnisse geprägt ist. Und, das möchte ich auch noch sagen, ich habe einen psychoanalytischen Hintergrund, deshalb gefällt mir das Sofa so gut. Es steht nämlich auch für die verdeckten und unbewussten Wünsche und Sehnsüchte, die ja auch eine Rolle spielen, wo immer Menschen miteinander zu tun haben oder wo Menschen leben. Ein buntes Sofa, das wandert, symbolisiert auf angenehme und witzige Weise die Spannung, die unseren sozialen Unternehmungen überhaupt und eigentlich innewohnt. Die Spannung zwischen Standfestigkeit und Sesshaftigkeit, ein Sitzmöbel, und Beweglichkeit und Veränderung, die Wanderung. Ich wünsche diesem schönen und lustvollen Projekt sehr viel Erfolg und vor allen Dingen sehr viel Freude. Und ich beim Zuhören wollte ich das, ist das so in mir gewachsen, dass ich mir gedacht habe, wichtig für die Freiwilligenarbeit ist nicht nur, dass sie wichtig und sinnvoll ist, sondern dass sie Spaß macht. Sie muss Freude machen und sie muss zufrieden machen, sonst hört man nämlich auf damit. Und das gehört ganz dringend dazu, dass das, was Menschen miteinander da machen, lustvoll und freudig machen. Und ich denke, das ist mit diesem Projekt möglich und ich wünsche ihm alles, alles Gute. Danke Ihnen. Dankeschön. Dankeschön. In dem Fall haben wir auch gelebte Co-Creation, weil es ist ja mit, in Kooperation mit dem Kulturverein Furtmühle entstanden und wird auch in Kooperation, Frau Bürgermeisterin, glaube ich, umgesetzt, oder? Ja, das ist ganz richtig. Und zwar, wir haben ja, nachdem die Frau Landesrätin die Gemeinden eingeladen hat, solche Projekte zu präsentieren, das hat mir sofort gefallen, nachdem wir die Furtmühle in Pram wirklich dem Ehrenamt auch eine Bühne geben wollen. Und dieses Sofa selbst, also Sie müssen dann einmal auf die Homepage schauen, das Sofa selbst lädt ja schon ein, also es ist ein ganz bezauberndes Sofa, das Sie da gewählt haben, das jetzt on Tour gehen wird. Wie ist die Idee denn überhaupt entstanden? Ja, die Idee dahinter steckt natürlich, dass man gerade bei uns die Furtmühle ja eine sehr bewegte Geschichte hat und so wie die Furtmühle jetzt dasteht, kann man fast sagen, wirklich dem Ehrenamt zu verdanken ist. Und wir wollen, da sind so viele in der Gemeinde, die dort ehrenamtlich tätig sind, von jung bis alt. Und gerade in einer kleinen Gemeinde ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Leute da im Gemeinsamen und gerade im Ehrenamt auch eine moderne, also auch eine Bühne geben will. Und so ein Sofa ist natürlich entstanden, dass man sagt, rund um dieses Sofa will man das Ehrenamt dann auch präsentieren. Aber dieses Sofa wandert quasi in Pram an verschiedenen Stellen herum, oder? Nein, dieses Sofa wird in der Furtmühle vorerst bleiben. Dort wird es eine Uraufführung geben, ja, mit der Furtmühle. Die Kultur wird dort präsentiert, aber ich finde, Kultur ist nicht nur Musik oder also Veranstaltungen, sondern Kultur ist auch das Ehrenamt. Und wir wollen dann anderen Gemeinden oder Dörfern dann dieses Sofa weitergeben, die dort dann ihre Bühne auch oder ihre Kultur dann präsentieren können. Okay, das heißt, die Nachbargemeinde sagt, das Sofa zu uns, wir stellen das dort auf und dann wird wieder eingeladen und dann wird wieder diskutiert und dann werden Themen dort besprochen und irgendwie geben die dieses Sofa dann wieder weiter.
Ganz genau. Möge es durch ganz Österreich wandern. Das ist Ihr Applaus. Großartige Idee. Dankeschön. Danke. Ich nehme Ihnen das da wieder weg. Das ist bitte Ihr Motivationskunstwerk. Dankeschön. Ich darf da wieder bitten um... Genau. So, das Mikrofon dann auch weitergeben können. Jetzt bin ich schon gespannt, wie das nächste Kunstwerk ausschaut. Denn jetzt kommen wir zum zweiten Hauptpreis. Digi4U, digitale Freizeitgestaltung für dich von der Volkshilfe Oberösterreich und der darf ich Rosa Rumetzhofer-Karlinger zu mir bitten. Ja, da ist es, genau, die Mikrofone kommen schon wieder. Ich habe schon wieder ein Mikro. In diesem Fall ist der Schriftzug der Satz, weil es nicht anders geht. Und da darf ich Sie vielleicht gleich selber mal einladen, dass Sie uns das Projekt vorstellen. Digi4U bedeutet was? Digi4U bedeutet digitale Freizeitgestaltung für Menschen mit Beeinträchtigung und auch von Menschen mit Beeinträchtigung, die das selber einbringen können. Die Volkshilfe hat in Oberösterreich 17 Wohnverbünde, wo an die 170 Personen leben. Und diesen Personen soll einfach die Möglichkeit geben werden, durch Freiwillige, die Aktivitäten in diese Wohnverbünde bringen, da an dieser digitalen Welt teilzuhaben. Und das ist auch etwas, was wir grundsätzlich gerne fördern möchten. Eben auch für diese Personengruppe, für Menschen mit Beeinträchtigung, Inklusion auch digital, wo man sagt, das ist einfach, was uns beschäftigen wird, das ist die Zukunft und dass auch diese Personengruppe da mitgenommen wird und diesen Zugang dazu hat. Das ist auch, glaube ich, das, was die Jury in diesem Fall am meisten beeindruckt hat, denn die digitale Welt beherrscht den Einzug überall, das heißt in alle Formen von uns, überall soll sie gelebt werden, dass zum einen, dass hier die Innovation quasi auch im Vordergrund steht, dass man da mit der Zeit mitgeht, das zum einen, zum anderen aber auch, dass jetzt nicht wieder jemand kommt von außen und da irgendetwas sozusagen vorgibt oder vorturnt oder so, sondern dass die Inklusion gelebt wird, das heißt, dass die Menschen, die auch beeinträchtigt sind, für Menschen mit Beeinträchtigung da jetzt etwas sich einfallen lassen und Dinge machen und gestalten auch und einladen dazu. Genau. Das heißt, was ist denn so ein Beispiel, was zum Beispiel stattgefunden hat? So ganz ein banales Beispiel ist ein Stammtisch. Das heißt, man muss sich vorstellen, die 17 Wohnverbünde sind ja total verstreut in Oberösterreich, da sind ja 100 Kilometer dazwischen, einmal eine interne Vernetzung einfach auch zu bieten. Das ist was wirklich nur die Menschen mit Beeinträchtigung in den Wohnverbunden selber durchführen. Oder Public Viewing von Fußballinteressierten in diesen Wohnverbünden, das ist, was schon stattgefunden hat. Und was jetzt von außen schon komme, ist durch Freiwillige, also die ersten Gehversuche, die wir haben, das ist ein Online-Yoga via Zoom, wo man auch sagen muss, das sind einfach Bereiche, die wirklich völlig neu sind für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Und wo auch, was das Schöne ist, wo diese, sage ich mal, die Distanzen aufgehoben werden. Und wo auch Regionen, die halt nicht so im Zentralraum sind, einen Zugang haben zu was, was sonst viel schwerer hätten oder gar nicht haben. Und dieses Projekt ermöglicht auch das zusätzliche Staunen wieder. Und es ist schön, wenn man staunen kann, wenn man Neues erleben kann und sich Neues herholen kann. Und natürlich war da auch der Gerfried Stocker, den habe ich vorhin schon erwähnt, der in der Jury gesessen ist, natürlich von dem digitalen Zugang auch sehr begeistert. Ich gratuliere zum zweiten Preis. Ich wünsche ganz viele Ideen noch, was digital umgesetzt werden kann und natürlich auch das Durchhalten, weil es ist ja manches Mal auch eine Herausforderung, quasi das auch auf die Füße zu stellen und dass das dann auch gut gelingt und gut vor allem rüberkommt in die einzelnen Räume. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Habt ihr schon Fotos gemacht oder wollt ihr ein Foto? Brauchen wir noch. Großartig. Dankeschön. So, ich nehme mich wieder des Mikrofons an. Genau, tausche Mikrofon. So ist es super, danke.
Ich behalte es gleich in der Hand, denn wir kommen jetzt zum dritten Hauptpreis vom Othello Freistadt, den kostet nichts wagen. Und da darf ich Tobias Steurer, den Sprecher des Vereins Othello Freistadt, zu mir bitten. Da ist er. Danke. Ich freue mich, das überreichen zu dürfen, und in dem Fall finde ich, passt es perfekt. Es tut sich was. Sehr schön. Gratuliere den Gestaltern. Bitte schön. Und zwar, Othello Freistadt, die Initiative, hat ja schon einen fixen Raum quasi, denn dieses kostet nichts, findet schon statt. Aber dass es jetzt auch einen Wagen gibt, das ist die neue Idee. Vielleicht zum kosten nichts, ist es eher ein bisschen selbsterklärend. Das heißt, wenn Sie jetzt auf ein High-End-Küchengerät bei Ihnen zu Hause umsteigen und den alten Mixer nicht mehr brauchen, der aber noch voll funktionsfähig ist, dann könnten Sie diesen Mixer nehmen und könnten Sie diesen zum kosten nichts Wagen bringen, und jemand anderer, dem der Mixer gerade eingegangen ist, darf dort einfach hingehen und darf sich diesen Mixer dann nehmen. Also es ist kein Tauschhandel, sondern die einen geben funktionsfähige Sachen, und die anderen, die das brauchen einfach und sich so vielleicht auch nicht leisten könnten, dürfen sich das nehmen. Und ich darf Sie wieder um das Jury-Statement bitten. Ja. Also. Wir haben ein Mikrofon. Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Jetzt nuschle ich dann auch noch da in die Maske hinein. Jury-Statement. Der Kostnitz-Wagen, ein adaptierter Bauwagen, mag in seiner Wesenart des Gebens und Nehmens keine Innovation sein. Der Faktor der Mobilität hebt ihn aber auf eine einzigartige Ebene, wodurch er einen Beitrag dazu leisten vermag, die wichtige Thematik der Umverteilung von Konsumgütern auf greifbare Weise in den öffentlichen Raum zu bringen. Sie hören schon, auch wir in der Jury haben eine doch sehr technische Sprache gehabt. Im ländlichen Raum macht er sich diese Mobilität zunutze, um Barrieren abzubauen und das Angebot des Nehmens und Gebens für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen. Damit wird der Kostnix-Wagen und seine Umgebung auch zu einer Art Begegnungsort, der soziale Kontakte fördert. Eine vielversprechende Idee, die ein solidarisches und nachhaltiges Verhalten der Zivilgesellschaft fördert. Ich liebe dieses Projekt und habe mir dann noch selber was dazu gedacht, nämlich der Kostnix-Laden auf Rädern. Ich sehe ihn vor mir und ich höre ihn, wie er in Matzelsdorf einfährt und Schätze aus Freistadt, Selker und Hatterleiten mitbringt und so ein Netz aus Töpfen und Kannen, aus Büchern und Spielzeug knüpft und über den Bezirk Freistadt legt. Sie merken, dass der Kostnix-Wagen mein Pathos und meine Fantasie ziemlich stark anregt, und auch das gefällt mir an diesem Projekt besonders. Dass es nicht nur Nöten abhilft und Bedürfnisse stillt, dass es nicht nur wichtig und richtig ist, sondern dass es auch lustvoll und herzlich ist. Das Projekt ist Ausdruck dafür, dass Menschen an andere Menschen denken, dass Alltagsgegenstände nicht nur Waren mit Warenwert sind, sondern dass sie wertvoll sind, weil sie wertgeschätzt werden. Der Kostnix-Wagen ist eigentlich kein Tauschwagen, sondern ein Geschenkwagen, ein Schenkwagen, und symbolisiert so auch Großzügigkeit und Freundlichkeit. In diesem Sinn hat er, so meine ich, großes Potenzial und könnte für so manches soziales und künstlerisches Folgeprojekt genützt werden. In diesem Sinne wünsche ich dem Kostnix-Wagen wirklich viel Spaß und viel Interesse und sehr viele Interessentinnen, sowohl solche, die was hineinfüllen in den Wagen, als auch die, die was herausnehmen, und sehr viele ordentliche Leute, die die Sachen sortieren. Das ist nämlich auch notwendig, und ich glaube, es wird sehr schön werden. Ich freue mich, wenn ich ihn dann einmal im Bezirksfreistaat irgendwo treffe. Danke Ihnen für dieses Projekt. Vielen Dank. Da drängt sich ja jetzt förmlich die Frage auf, wo sehen wir ihn denn und woran erkennen wir ihn denn, den Wagen? Naja, der Wagen wird eröffnet am 24. September in Freistadt am Hauptplatz. Da ist der Tag der Sonne, wo andere nachhaltige Themen auch ausgestellt werden. Da werden wir ihn offiziell eröffnen. Und in späterer Folge, die Basis haben wir in Freistadt beim Frauenteich-Parkplatz hinter den E-Ladestationen. Dort ist er
sehr leicht zu erkennen. Er hat eine Front aus Holz, also die Fassade ist aus Holz und gibt einen Barcode wieder, der eine geheime Botschaft, die jetzt nicht Verrat birgt. Ja. Okay. Genau, ja. Und wer darf dann hinkommen? Also bringen darf einmal jeder, so er denn was Funktionsfähiges, Tüchtiges, Ordentliches auch hat, oder? Natürlich, ja. Ja. Also gibt es so Bedingungen oder wer nimmt denn das entgegen? Wie stelle ich mir das vor, wenn ich mit meinem Mixer komme und er geht doch nicht und ich will euch den unterjubeln? Ja, das ist unschön, aber naja, wir werden ihn dann entsorgen, würde man sagen. Und grundsätzlich kann jeder was bringen und jeder was mitnehmen. Also es geht da uns darum, dass ein Austausch stattfinden kann, der bedingungslos ist. Also auch wenn man finanziell eh gut dasteht, macht es trotzdem Sinn, einen Gegenstand nicht neu zu kaufen, wenn er von jemand anderem nicht mehr gebraucht wird und der ihn weitergibt. Also jeder ist eingeladen. Großartig, und jeder ist vielleicht auch eingeladen, darüber nachzudenken, ob man das jetzt neu kaufen muss, ob man es wirklich wegwerfen muss, was ich denn damit noch tun kann oder ob nicht jemand anderer Riesenfreude damit hätte. Und zukünftig, manche Menschen können sich ja von gar nichts trennen, also die fühlen sich ja schon ihre Wohnung, ihren Dachboden an bis unter das Dach und es fällt ihnen halt so schwer, dass sie was weggeben, also es gibt auch das andere Extrem und die sind auch hiermit aufgefordert, sich zu trennen, loslassen zu üben und loslassen zu praktizieren, weil es gibt sicher jemand, der das gut brauchen kann und der sich darüber freut. Ich gratuliere Ihnen recht herzlich, super, vielen Dank. Vielen Dank. Foto brauchen wir noch, genau, bitteschön. Es ist ja so, ich weiß nicht, ob Sie die CIWE 21 mitverfolgt haben, diesen Preis. Es gab ja auch ein Publikumsvoting. Also es gab sehr, sehr viele Einreichungen an. Die 80 Einreichungen sind gekommen. Die wurden dann einmal vorsortiert, natürlich, ob sie den Einreichkriterien entsprechen. Und die Dutzenden, die übergeblieben sind, sind dann online gestellt worden. Das heißt, Sie alle hatten die Möglichkeit, auch Sie alle natürlich an den Computern, hatten die Möglichkeit zu voten. Und daraus ergab sich dann auch ein Publikumspreis quasi und es gibt auch Anerkennungspreise. Das heißt, das waren die drei Hauptpreise, wo die 12.000 Euro aufgeteilt worden sind und dann gab es die Anerkennungspreise und zu denen kommen wir jetzt. Ein Anerkennungspreis geht an den Verein Sinus und da darf ich Claudia Silvanis zu mir bitten, den Projektkoordinator. Sind die schon neu? Okay, die sind schon. Dankeschön, bitteschön. Ja, auf diesem schönen Preis steht, weil es was bewegt. Na, Entschuldigung, ich habe meine Brille nicht auf und das ist so hell. Es stimmt nicht, was ich gesagt habe. Es steht drauf, weil es was bringt. Das ist, glaube ich, auch ganz super. Ja, in diesem Fall bringt es Leben, denn der Verein Sinus ist eine studentische Notfallinitiative, die uns alle auf den Ernstfall vorbereiten möchte. Das heißt, 50 Freiwillige engagieren sich und machen Wiederbelebungsworkshops. Das heißt, es geht darum, wenn jemand vor Ihnen zusammenbricht, damit Sie wissen, was zu tun ist. Und wir zwar haben vorhin schon geplaudert oder so gesprochen, weil ich habe Ihnen die Frage gestellt, ja, lernen wir das nicht alle in einem Erste-Hilfe-Kurs quasi, wie das geht. Wir sollten das alle ja können, oder? Wenn ich es umfalle, dass man weiß, was zu tun ist. Genau, ja, das wäre sehr schön. Man lernt es natürlich auch in einem Erste-Hilfe-Kurs, das ist ganz richtig, aber ich glaube, viele unter uns können sich gut daran erinnern. Erste-Hilfe-Kurs, das war das letzte Mal vielleicht beim Führerschein. Und unlängst? Das ist bei einigen doch schon ein paar Jährchen her. Und wenn man das nicht ständig trainiert und sich wieder in die Gedanken ruft, dann ist das halt doch Wissen, das vergänglich ist. Und deswegen haben wir die Initiative gestartet, dass man halt dieses Wissen und dieses Handeln dann auch im Ernstfall präsent hat und weiß, was zu tun ist quasi. Das bedeutet, das nächste große Highlight wird der 24. Oktober sein. Der 16. Oktober, genau. Der 16. Oktober, der 24. September und der 16. Oktober, sowas. Genau, der 16. Oktober, das ist ein internationaler Tag quasi, das ist der World Restart Your Heart Day. Und wir nutzen diesen Tag quasi als Anlass, um unser Projekt Herzschlag
beziehungsweise den Tag der Wiederbelebung eben im Zentralraum Oberösterreich in Linz zu veranstalten. Da kann jeder, der gerne möchte, auch Sie laden natürlich alle sehr, sehr herzlich ein, dass Sie uns besuchen kommen, vorbeischauen. Wir haben verschiedene Stationen, wie heute zum Beispiel auf der Freiwilligenmesse, wo man eben diese Wiederbelebung unter Anleitung von uns Studentinnen sehr, sehr gerne ausprobieren kann und sich eben dieses sehr, sehr wichtige Wissen wieder in Gedächtnis rufen kann. Wie lange dauert das, bis ich es mir wieder in Erinnerung gerufen habe, was zu tun ist? Grundsätzlich sind es sehr, sehr simple Schritte. Es ist jetzt keine große Kunst dabei, sage ich mal. Das Einzige, was man jetzt falsch machen kann, ist nichts zu tun. Und genau das wollen wir auch den Leuten mitgeben. Es ist nicht viel zu tun. Es ist eine einfache Herzdruckmassage. Und wenn man das hier und da übt und sich das in Gedächtnis ruft, dann weiß man im Ernstfall hoffentlich, was dann zu tun ist. Vielen Dank und Gratulation noch einmal. Dankeschön. Und ein Foto, genau. Stopp. Hier wird fotografiert. Dankeschön. Und der nächste Anerkennungspreis geht an das Projekt Salam Amigo. Elisa Roth ist bei mir. Sie ist freiwilligen Koordinatorin bei SOS Menschenrechte. Da ist sie. Herzlich willkommen. Dieser Preis trägt den Satz, es ist es wert. Das Projekt bringt jetzt seit 2009 Menschen mit Fluchterfahrung und freiwillige Engagierte zusammen. Gemeinsam in Oberösterreich gibt es ein Integrationsprojekt jetzt für Afghaninnen. Das heißt, ich darf Sie einladen, das ist glaube ich unser genau das frische Mikrofon, dass Sie uns das Projekt ganz kurz einmal vorstellen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für den Preis, wir haben uns sehr gefreut. Wie Sie das schon gerade gesagt haben, also wir haben es geschafft, bei SOS Menschenrechte zwei Projekte zu vereinen. Seit 2009 gibt es unser Freiwilligenprojekt Amigo, wo wir engagierte Freiwillige mit Menschen mit Fluchterfahrung zusammenbringen, um sie zu unterstützen und begleiten, hier gut anzukommen. Seit 2019 haben wir dieses Projekt Salam, wo eben von Afghaninnen für Afghaninnen und mit Sozialarbeiterinnen aufsuchende Sozialarbeit gemacht wird. Vor allem junge Afghanen, die noch nicht sehr gut hier in Oberösterreich angekommen sind, denen oft einfach Informationen fehlen und die Infrastruktur. Auf das wir ganz stolz sind bei diesem Projekt, wenn wir Peers dabei haben. Das sind gut integrierte Afghanen, drei Burschen, die perfekt Deutsch sprechen, natürlich auch perfekt die Muttersprache sprechen, die dann mitgehen mit den Sozialarbeiterinnen und mit der Zielgruppe, diesen jungen Afghanen dann arbeiten. Und da merkt man einfach, dass das ein ganz toller Multiplikationsfaktor ist, dass diese jungen Männer da dabei sind. Und was aus diesem Projekt dann entstanden ist, dass es nicht nur die aufsuchende Sozialarbeit ist, sondern die Kolleginnen und diese Peers treffen sich jetzt zweimal in der Woche in so einer Art Jugendzentrum zu offenen Zeiten und machen dort verschiedene Gemeinsamkeiten wie Kochen, Fußball schauen, Wurzeln, Fußball spielen. Und da dazu suchen wir freiwillig Engagierte, die interessiert sind, neugierig sind, Menschen kennenzulernen, die nicht hier geboren und aufgewachsen sind, aber die hier sind und hier sich ein Leben aufbauen wollen und da ein bisschen Unterstützung und Begleitung brauchen und gemeinsam eben Freizeit zu verbringen. Und wie es die Elisabeth erst so schön gesagt hat, nicht nur durchs Reden kommen die Leute zusammen, sondern auch durch das gemeinsame Tun. Sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön. Es ist so schön, wenn man wohin kommt und eine Spur Geborgenheit gleich einmal finden darf. Danke. Dankeschön. Und noch ein wunderschönes Projekt dürfen wir Ihnen vorstellen, oder vielleicht kennen Sie es ja schon. Der dritte Anerkennungspreis geht an das Projekt Gartenglück teilen. Ich darf die Claudia Gielhofer zu uns bitten. Und dieser schöne Preis, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich habe es gerade vorgelesen gekriegt, damit ich mich nicht mehr verlese. Dieser schöne Preis trägt den Satz, es macht einen Unterschied. Ich gratuliere. Vielen
Vielen Dank. Ja. Wir hätten jeden Satz wachsen lassen. Ja, genau. Jeder Satz passt auch in diesem Fall. Das ist dieses wunderschöne Projekt, die Initiative lädt ein, eben ein Stück Natur mit jemand anderem zu teilen, wenn ich denn eines habe. Das heißt, ihr habt jetzt auch, es läuft ja schon oder es läuft auch weiter, ihr habt Menschen eingeladen, in den Garten zu kommen einfach, oder? Genau. Es geht darum, also wir haben eine, sagen wir mal so, wir laden Menschen ein, auf unsere Plattform zu kommen, dass sie sich anmelden und Garten teilen, ihren privaten Garten öffnen für Menschen, die keinen Garten haben oder in der Stadtwohnung eben kein Plätzchen im Grünen, im privaten Rückzug eben finden. Genau. Und es ist ja schon ausprobiert, das heißt, es hat ja schon stattgefunden. Wie ist denn das Erlebnis gewesen? Was ist denn so die Erkenntnis daraus? Die Erkenntnis ist, dass natürlich eben die Städter und Städterinnen am meisten Bedarf hätten für einen kurzen Rückzug ins Grüne, eben in einem privaten Raum, in einem Garten, in der Nähe eben ein Plätzchen zu finden. Am Land ist es so, dass sich die Menschen mehr öffnen, sich aber da auch eben ganz gut im Privaten organisieren. Das heißt, für Stadt und Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen suchen wir noch Gärten und Bereiche, die eben das auch möglich machen. Und man kann auch Mut zusprechen, weil es hat sich auch herauskristallisiert, dass die dann kommen, sich nicht nur im Garten breit machen, sondern dass sie dann auch Hand anlegen, dass die sich freuen, wenn man ein bisschen Unkraut jäten darf, wenn man ein bisschen so ungeliebte Arbeiten auch machen darf, weil man sich auch beschäftigen will, auch in fremder Leute Gärten. Genau, also zum einen gibt es natürlich viele Gartenteilende, die da auch Bedarf haben, dass jemand mit sich beteiligt am Obst ernten, am Rasenmähen, wie auch immer. Also es gibt da verschiedenste Bereiche und verschiedenste Gartenteile und Gartensuchende, die sich da irgendwie treffen. Die richtigen Packages und die richtigen Partner finden sich da immer. Also am besten, Sie schauen in dem Fall auf die Plattform, Sie melden sich an, egal auf welcher Seite des Gartendürrels Sie stehen quasi, ob Sie jetzt Besitzer sind oder der sind, der da Einlass begehrt und vielleicht dort hin möchte. Und genau, dann schauen Sie, was sich daraus entwickelt. Ich glaube, es kann zu ganz wunderbaren Überraschungen und Begegnungen führen. Vielen Dank, Gratulation, Dankeschön. Vielen Dank.